Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Gerichte, die das Frühjahr bringt. Wir machen heute Gnocchi mit grünem Spargel. Dazu gibt es eine leckere Gorgonzola-Soße und wie das funktioniert, das verrate ich euch jetzt. Wir machen die Gnocchi nicht selbst, vielleicht können wir das irgendwann mal machen, wobei wir auch schon Pasta selbst gemacht haben. Das ist ja relativ aufwendig, aber es gibt mit Sicherheit auch das ein oder andere Rezept in unserem Wunderkesselforum, wie man Gnocchi selbst herstellen kann. Ich habe jetzt ein Kilo Gnocchi aus dem Tiefkühlregal mir besorgt und dazu 500 Gramm grünen Spargel. Das ist deutscher grüner Spargel, deswegen ist der so ein bisschen dicker als der, der aus Übersee kommt. Ihr schneidet die holzigen Enden unten ab und dann das Ganze in Stücke, die man so ein bisschen schräg abschneidet. Ihr könnt auch längere Stücke schneiden, wenn der Spargel dünner ist. Da der jetzt relativ dick ist, habe ich etwas kürzere Stücke geschnitten. Wir verteilen beides, also die Gnocchi und den Spargel im Varoma und im Einlegeboden. Möglichst gleichmäßig, also oben und unten meine ich jetzt damit. Dann kommt der Deckel oben drauf und das Ganze wird dann mit der Varoma-Stufe gedünstet. Dazu 700 Milliliter lauwarmes Wasser sowie einen Esslöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Der kommt da ebenfalls rein. Varoma-Stufe ist klar, das Ganze dämpft. Müssen wir hier den Deckel rausnehmen. Und zwar 25 Minuten wird das Ganze zubereitet. Varoma-Stufe 1. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, das Teil vorher draufzusetzen, ne? Weil sonst dampft uns die Hütte voll. Auf geht's, bis gleich! Kleiner Fun Fact am Rande oder aus der Kategorie nutzloses Wissen. Gnocchi ist bereits die Mehrzahl, also heißt es im Deutschen nicht Gnocchis, ja? Ähnlich wie bei den Spaghettis, auch das ist bereits Mehrzahl. Gnocchi ist die Mehrzahl, es ist italienisch, also Gnocchi. Die Einzahl wäre Gnocco. Muss man wissen, muss man nicht wissen, aber es ist schön, wenn man es weiß. Gnocco. Ich warte jetzt mal, bis meine Gnocchi fertig sind und dann werde ich einen Gnocco probieren. Unsere Gnocchi und unser Spargel sind fertig. Wir machen jetzt die Soße. Dazu stelle ich die Gnocchi einfach warm. Im Varoma lasse ich das Ganze. Ich mache das immer so, dass ich in den Backofen stelle. Da ist das immer noch so ein bisschen isoliert. Für die Soße leeren wir den Topf aus. Allerdings heben wir uns 50 Gramm oder 50 Milliliter von der Garflüssigkeit auf. Die brauchen wir für die Soße, aber den Rest können wir wegkippen. Ich habe bereits eine Zwiebel halbiert. Die kommt in unseren Mixtopf, ebenso eine Knoblauchzehe. Das Ganze wird zerkleinert. 5 Sekunden Stufe 5. Wie immer halt. Ne? Da gibt es relativ wenig Spielraum. So, dann schieben wir das Ganze nach unten. Wir geben einen Esslöffel Öl dazu. Und 150 Gramm Hinterkochschinken. Den habe ich hier schon mal so in Würfelchen geschnitten. Die kommen ebenfalls in den Kessel. Das Ganze wird dann auf Stufe 1 3 Minuten bei 100 Grad erwärmt. So, und jetzt kommen eigentlich nur noch die restlichen Zutaten hinein für unsere Soße. Und die lauten wie folgt. 50 Gramm Garflüssigkeit. Dann haben wir 50 Milliliter oder 50 Gramm, je nachdem, ihr könnt das ja direkt im Thermomix abwiegen. Milch. 150 Kochsahne mit 15% Fett. Dann nehmen wir einen Teelöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock ebenfalls dazu. Und weil es eine Gorgonzola-Soße ist, machen wir da natürlich auch Gorgonzola rein. Und das sind 60 Gramm. Wenn ihr keinen Gorgonzola mögt, es gibt Leute, die mögen das nicht, warum auch immer. Ich mag's. Ich mag's total. Ich liebe Gorgonzola. Wenn ihr es nicht mögt, nehmt ihr Mascarpone oder so. Geht auch.
So, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz. Würde ich aber auch nicht zu viel machen. Lieber nachher mit dem Salz ein bisschen nachwürzen, denn der Gorgonzola an sich ist ja auch schon sehr würzig. Das Ganze dann 5 Minuten auf Stufe 2 im Linkslauf mit 90 Grad. Und dann ist die Soße fertig. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich glaube, das wird lecker. Bis gleich. So, damit ist unsere Soße fertig. Spargel und Gnocchi. Jetzt muss ich doch mal den Spargel probieren, ob der auch wirklich durch ist. Gut, wenn er jetzt nicht durch ist, haben wir eh ein Problem. Aber eigentlich. Eigentlich war das jetzt auch nur für mich ein Vorwand, Spargel zu essen. So, ich liebe Spargel. Das Ganze wird jetzt zusammen serviert. Jetzt schauen wir gleich mal, wie das schmeckt. Da sind wirklich jetzt zwei Sachen drin, die ich total gerne mag. Spargel und Gorgonzola. Fantastisch. Die Kombi ist natürlich genial. Oh, das riecht richtig gut. Ich bin begeistert. Da kommt die Gorgonzola-Note richtig schön raus. Und das sieht auch echt, echt gut aus. Ha! Das ist einer der Tage, an denen ich mich freue, dass ich hier alles probieren darf. Wobei, ich muss sagen, es gibt eigentlich nichts, was mir bisher nicht wirklich Freude gemacht hat, es zu probieren. Aber es gibt so bestimmte Dinge, da freut man sich besonders. Wie zum Beispiel auf Spargel mit Gnocchi und Gorgonzola-Soße. Also, ich teste das jetzt an und dann mache ich aus und gehe essen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wirklich ganz genau so. Das ist wirklich, wirklich, wirklich eine tolle Kombi. Absolut traumhaft. Diese Kombination mit den Gnocchi zusammen ist legendär. Ich mache jetzt aus, gehe essen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, beim Kommentieren und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, guten Appetit.